Ja, in diesem Video geht es um den binären Marketingplan. Und ja, wie du sehen kannst, beziehungsweise steckt ja auch im Namen schon drin, binär heißt, der Plan besteht im Prinzip auf zwei Beinen, ist also zweibeinig aufgebaut. Und ja, ein Bein bildet in der Regel dann das sogenannte Power Leg, ja, Profit Leg, wie man es auch nennen will. Und das ist das Bein, was relativ schnell wächst, auch durch Spillover und so weiter. Und dann gibt es eben noch, ich sag mal, das schwächere Bein, das sogenannte Weak Leg oder ja, Pay Leg, ja, wird es auch sehr häufig genannt. So, wie funktioniert der Plan jetzt an sich? Von der Sache her, wenn du jetzt hier das blaue Männchen bist, also der Sponsor, dann hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten, beziehungsweise du kannst nur zwei Partner, ja, First Line sponsern. Und wichtig ist, dass du einen Partner links und einen Partner rechts sponserst, ja, weil das ist in der Regel immer die Grundvoraussetzung, dass es überhaupt zu Auszahlungen kommen kann, dass du überhaupt berechtigt bist, Provisionen zu erhalten. Das heißt, du musst mindestens zwei Leute haben, einen links, einen rechts. Und ja, und das sind aber auch die einzigsten First Lines, die du quasi sponsern kannst. Alle weiteren Partner, die du rekrutierst, die würden dann quasi hier in die nächste Ebene ja unterstrukturiert beziehungsweise untergebaut werden und das dann in der Regel immer abwechselnd links und abwechselnd rechts, ja. Man kann das auch ja selbst einstellen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich mache erst links und dann zu einem späteren Zeitpunkt rechts. Das würde dann dazu führen, dass in dieser Linie, ich sag mal, ein schnelleres Momentum entsteht durch Spillover, weil wenn deine Partner das auch so machen, dann wächst das Bein halt schnell. Allerdings muss man sich dann auch bewusst sein, wenn man dann später sich dem anderen Bein zuwendet, kann es unter Umständen sein, dass das immer weniger stark wächst, ja. Und ja, kann dann halt auch ins Gegenteil umschlagen. Meine Empfehlung in dem Plan, wenn du mit dem Plan arbeitest, mach immer und gib es auch deinen Partnern so weiter, ein links, ein rechts, ein links, ein rechts, ein links, ein rechts, ja. Das ist langfristig die beste Variante und letzten Endes geht es ja auch darum, ein Unternehmen aufzubauen, was langfristig existiert, was langfristig besteht und dann ist das einfach die sinnvollste Vorgehensweise. Auszahlungen finden immer nur dann statt. Ja, das ist so eine kleine Besonderheit. Wenn mal angenommen, ich mache es anhand von einem Beispiel mal angenommen, du benötigst 300 Punkte für eine Auszahlung, ja. Häufig wird es dann Cycle genannt, ja. Ich kenne es mit Punkten. Es gibt aber auch, dass man halt gewisse Umsätze nimmt oder wie auch immer. Und auf jeden Fall muss immer ein Cycle erfüllt sein, dass man dann eine Auszahlung bekommt. Wenn du jetzt zum Beispiel hier 300 Punkte hast, dann würdest du, jetzt machen wir einfach mal eine Zahl, 25 € erhalten, ja. So. Wichtig ist jetzt, um eine Auszahlung zu erhalten, muss ein Cycle immer erfüllt sein. Das heißt, du brauchst hier auf der linken Seite die 300 Punkte und du brauchst auf der rechten Seite diese 300 Punkte. Und wenn das stattfindet, dann hast du quasi diesen Cycle oder diesen Zyklus eben halt erreicht und dann würdest du 25 € erhalten. Die Punkte würden dann dementsprechend verfallen nach erfolgter Auszahlung. Wenn du jetzt zum Beispiel hier 600 Punkte hättest und hier 100, dann würde es zu keiner Auszahlung kommen, weil dir halt eben hier noch 200 fehlen. Ja, und das muss man halt dann eben ja beachten. Also Auszahlung kommt immer dann zustande, wenn links und rechts die Bedingungen dementsprechend erfüllt sind. Vorteile von diesem Plan, ganz klar, Spillover, das heißt, die Leute sind in der Regel schneller motiviert, weil sie sehen, okay, in dem einen Bein ja, bekomme ich Leute hinzu, muss mich dann auf den Aufbau eben halt auch meines anderen Beins kümmern. Und weiterer Vorteil, definitiv, du profitierst bis in die unendliche Tiefe deiner Struktur, ja, du partizipierst daran. Der Plan ermöglicht in der Regel eine schnelle Expansion, ein schnelles Momentum. Ja, du kannst sehr schnell stark wachsen. Er hat aber auch den ein oder anderen Nachteil. Der eine Nachteil ist, dass in der Regel hier der Verdienst gedeckelt ist, meistens pro Woche, zum Beispiel auf 25.000 Dollar oder Euro. Ja, das ist halt einfach ein Nachteil, den man kennen sollte. Natürlich ist das jetzt kein schlechtes Taschengeld, ja, muss man halt auch dazu sagen. Aber letzten Endes
das findet halt doch in gewisser Art und Weise eine gewisse Deckelung statt. Man kann dann zwar mehrere sogenannte Business Center in der Regel dazu aufbauen. Allerdings ja, haben die meisten ja erstmal mit ihrem ersten Business Center zu tun und da muss man halt das eben einfach wissen. Erfahrungsgemäß ist es aber auch so, dass es ja, zumindest war es in dem Unternehmen, welches ich kennenlernen durfte, damals so, dass es dort relativ viele Karteileichen gibt. Weil klar, du sponserst eine Person, die dann zum Beispiel hier sitzt, dann kriegt die hier neue Leute dazu und dann liegt natürlich der Gedanke nahe, naja, irgendwann werde ich schon mal eine Person finden, die mir dann das rechte Bein dann oder das zweite Bein dann dementsprechend aufbaut. Und ja, das ist dann halt in der Regel nicht der Fall, ja, weil letzten Endes ist Network Marketing ein Business, kein Hobby und ja, und da muss man halt einfach auch schauen, dass man ja aktiv ist und die richtigen Dinge tut. Ein weiterer Nachteil ist, dass du dein Team eben auf zwei Beinen halt aufbauen musst, ja, und nur zwei direkte Partner quasi First Line sponsern kannst. Die Nachteile, ja, so wie das gedeckelte Einkommen und so weiter, das versucht man dann häufig durch, ich sag mal, einen sogenannten Matching-Bonus auszugleichen, wo du zum Beispiel auf den ersten zwei, drei Ebenen dann nochmal zusätzliche Vergütung erhältst, wo du an den Einkommen dieser Partner dann quasi beteiligt wirst. Versucht man dann ein bisschen auszugleichen, geht in der Regel zwei bis drei Generationen tief. Und häufig gibt es dann auch noch ab einer gewissen Stufe dann eben den Gesamtumsatz, wo du eben am Gesamtumsatz des Unternehmens in Form von einem Bonus ja, beteiligt wirst. Alles in allem trotzdem ein guter Plan, wo ja, wo viele Unternehmen sehr schnell ein starkes Wachstum haben. Es ist auch so, dass viele sehr, sehr Gutverdiener ja auch in diesem Plan ihr Geld verdient haben. Allerdings gibt es auch viele Firmen, die genau mit diesem Plan halt eben auch gescheitert sind, wo genau das Gegenteil dann eingetreten ist. Und man muss einfach wissen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, den perfekten Marketingplan an sich, den gibt es aus meiner Sicht sowieso nicht. Mein Favorit ist immer der oder ist der Breakaway-Plan. Nichtsdestotrotz der binäre Plan trotzdem ein, ja, aus meiner Sicht ein Plan, mit dem man arbeiten kann. Ja. Und man muss aber halt einfach wissen, dass es nicht nur ja, die Sonnenseite gibt, sondern dass es halt eben auch Nachteile gibt. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Video.